Giannaina und Giovanni Zarella, das schönste Paar im deutschen Showgeschäft. Und jawohl, meine Lockvögel. Barbara mia, du machst erst einmal verständlich Spaß. Und hast du dir geholt eine Italiener? Ich habe Deutschlands erfolgreichstem Italiener einen Herzenswunsch erfüllt. Er darf mal italienischer sein, als es die Carabinieri erlauben würden. Am Empfang eines Kölner Luxus- und Businesshotels. Salvatore ist der beste Mann, den du haben kannst in deinem Hotel. Und Giannaina, soweit alles wie im richtigen Leben, ist seine Chefin. Alles klar? Abend, hallo, willkommen, hallo. Herzlich willkommen hier im Hotel. Mein Kollege Salvatore wird das jetzt übernehmen, ja? Okay, danke schön. Giannaina kommt erstmal in die Regie, um dann später einzugreifen, wenn Salvatore vorne übertreibt. Der beginnt mit einer italienischen Charmoffensive. Aber schicke Signorine, beide Signorine, ganz schick. Ja, danke schön, aber lieb von Ihnen. Ganz tolle Frauen, Komplimento. Danke. Sehr schön. Das hört man selten, ja. Darf ich ein Foto machen von Ihnen? Mit Maske oder ohne? Ohne Maske. Gucken wir mal, die schöne Frau. Schauen Sie, oh mein Gott, gucken Sie. Ich habe den besten Beruf in der Welt, Signorine. Sie sind eine Weide für die Augen. Vielen Dank. Aber die werden alle verrückt, die Männer hier. Ja, hoffentlich. Salvatore, typisches Klischee, versteht nicht nur was von Frauen, sondern auch von Geschäften. Sie arbeiten zusammen? Ja. Ja. Welche Arbeit? Zahnmedizin. Zahne. Ich mache Ihnen ein Angebot. Sie müssen nicht bezahlen 240 Euro. Haben Sie 50 Euro? Bar? Ja. Sie geben mir 50 Euro, ich mache Zimmer für zwei Nächte so. Wie bitte? Machen wir. Ist das legal? Mit mir ja. Nicht, dass es später noch nach? Nein. Ist er nicht. Ich storniere. Ich mache Stornationen. Und es wird nicht noch mal gebucht? Verspreche. Salvatore macht nicht nur krumme Geschäfte. Ja, bin ich ja gespannt. Keine Sorge, Signora. Sie sind in den besten Händen bei Salvatore. Er stellt auch indiskrete Fragen. Ja, ich habe eine Frage, Signora. Ja? Ich habe ein Problem an meinem Culo, an meinem Po. Ja. Wenn ich drücke, tut weh. Ja, würde ich mal zum Arzt gehen. Was kann sein? Was kann sein, dieses Problem? Keine Ahnung. Wie heißt der Arzt, der macht so Sachen mit? Der Proktologe. Popologe. Popologe. Nicht Popologe. Aber Sie kennen sich hier nicht aus mit den... Nein. Für den nächsten Gast hat Salvatore ein ganz besonderes Angebot. Woher kommen Sie? Haben Sie eine gute Anreise gehabt? Ja, aus Istanbul. Aus Istanbul? Schauen Sie, ein Mann in diesem Hotel hat Uhr vergessen im Zimmer. Okay. Brauchen Sie Uhr? Was ist das denn für eine? Salvatore hat so einige Uhren gefunden oder sonst wie bekommen. Der Mann hatte mir gesagt, von Familie, er konnte das Zimmer nicht bezahlen, hat mir eine Uhr gegeben. Und dann habe ich gesagt, komm, kannst du gehen. Da hat er dich aber beschissen. Ist sie nicht echt? Nee, die ist nicht echt. Na, da sehe ich, dass es eine nachgemachte ist. Dann hat dieser Mann hat mir angelogen. 2 Euro kriegen sie in Istanbul hinterhergeschmissen. Also, ich kann ja gerne sagen... Nein, sie brauchen nichts. Ich mache die weg, weil ich will nicht mehr diese Uhr, weil die ist ganz kaputt. Ja. Und hier kommt ein Lockvogel dazu. Das ist doch meine Uhr. Seine Uhr. Meine wurde gestern geklaut. Ja. Er hat ausgezogen und hat gesagt, ich sehe nicht meine Uhr. Das ist ja keine echte. Ich sehe nicht echt. Wie, hier ist meine Uhr? Warten Sie, ich passe sie mal lieber mit dem Taschentuch an, damit meine Fingerabdrücke nicht dran. Gut. Ich habe die gestohlen gemeldet. Dann nehmen sie wieder. Wenn er sagt, Sie können sie nehmen, dann können sie nehmen. Sie nehmen. Du brauchst nicht mehr? Brauchst du nicht mehr die Uhr? Ich habe die nie gehabt. Danke. Das ist schon ein bisschen kurios bei Ihnen. Nein, dieser Gast ist eine Verrückte. Ist eine verrückte Gast, verrückt. So, und jetzt greift Giannaina ein. Andrea, bellissima. Hallo, guck mal, meine schöne Chefin. Willkommen hier in unserem Hotel. Ist Gunther. War irgendwas hier? Weil ich war alles gut. Ich habe die Uhr gefunden von dem Gast und habe ihn zurückgegeben. Okay, wunderbar. Du kannst gerne einen Kaffee trinken. Der redet viel. Aber das habe ich auch noch nicht gehabt. Nicht also, sagen Sie mir nur bitte kurz, hat er versucht, Ihnen eine Uhr zu verkaufen? Ja, also Billigware, gefakte. Hat er wirklich versucht? Gibt es halt. Ist halt ein Italiener, das ist bei denen die Mentalität. Oh mein Gott, schon wieder. Ach, nicht nur schon wieder, sondern gleich nochmal. Ich habe Sie Interesse an Uhren? Ein irrer Zufall. Der Mann ist selbst Uhrenhändler. This is what I do. Du arbeitest mit Uhren? Ja, ich verkaufe Uhren. Trading.
Okay, ist perfekt. Hast du Interesse an Uhr? Hast du die dabei? Nein. Hast du meine Glückstage heute? Das ist, was ich gerade hier habe. Was schön. Mach mal. Darf ich probieren? Gerne, mach mal so und Zimmer ist egal. Auf gar keinen Fall. Mach mal Präsidenten-Suite. Auf gar keinen Fall. Das ist 40.000 Euro. 40.000 Euro? Ja. Aber vielleicht ist doch ein Geschäft zu machen. Ich weiß, du kennst die aus. Ist sie nicht echt? Ja, Scheiße. Sagen wir dir kurz. Nein. Was willst du haben dafür? Ich gebe dir für 50 Euro unter die Zimmer. Machen wir so. Der Deal ist perfekt. Janaina muss dazwischen funken. Namen, hallo, hallo. Salvatore, was ist das? Der Mann arbeitet mit Uhren. Ja, und warum liegen die ganzen Uhren hier? Wir haben gerade Fake-Check gemacht. Weil ich wollte verstehen, Unterschied, Originale, Fake. Fake, Original. Okay. Salvatore, kannst du mir ein Glas Wasser holen für den Gast? Holst du mir ein Glas Wasser für den Gast? Dankeschön. Würden Sie mir bitte sagen, was Salvatore gerade gemacht hat? Also wir haben wirklich über Uhren gesprochen. Ich verkaufe Uhren. Ah, okay. Und diese Uhren? Das sind Salvatores Uhren, aber er... Das sind meine Uhren. ...deckt ihn. Ich verkaufe alles, was Geld macht. Den Schmuh mit dem Zimmer kann sie Salvatore allerdings nachweisen. Ich habe ein bisschen beobachtet. Kann es sein, dass der Salvatore irgendwas angeboten hat? Ja, er hat auf jeden Fall schon 50 Euro von mir schon mal kassiert. Aber für was? Als Anzahlung? Ja. Als Sonderzahlung? Für das Zimmer? Wo ist jetzt das Geld, die 50 Euro? Die hat er jetzt. Wo hat er die? Hat er eingesteckt, ja. Hat er eingesteckt. Er hat das Geld? Ja. Ja. Gäste, die Ärger mit Salvatore hatten, bekommen ein Upgrade. Sie kriegen eine wunderschöne Suite. Ja, da bin ich mal gespannt. Das hatte ich ja noch nicht. Bitte ein paar Fragen beantworten. Wie mögen Sie Ihr Kopfkissen? Weich, mittel, hart? Weich, vor allen Dingen weich. Ein kleines. Möchten Sie eine weiche Matratze? Möchten Sie eine harte Matratze? Ehrlich gesagt, ich möchte eine Matratze. So, zwei Betten aneinander oder eine durchgehende Matratze? Ich möchte gerne durchgehende Matratze. Okay, super. Bettwäsche, Baumwolle oder Baumwolle, Seide? Bitte. Baumwolle. Baumwolle. Dann Toilettenpapier. Dreilagig, vierlagig, fünflagig. Unter zehnlagig mache ich gar nicht. Farbe haben Sie, also wir haben alle Farben da, tatsächlich. Wir haben weiß, wir haben gelb. Ich glaube, weiß also, ist völlig. Und die rosa ist auch sehr schön, ist beruhigend. Weiß, mache weiß. Guck dich an, ein Mann, Gunther. Bitte, Salvatore, gib alles ein. Schönen Aufenthalt. Und Salvatore knallt jetzt jedes extra auf die Rechnung. Seide, weiß, Orangensaft, Rhabarber, weiße Schokolade. Ich mache dir einen super Preis. Ne? 900 Euro. Mit Tipp für Salvatore, 1.000. Sie hat aber gesagt, das ist, sie macht das freie Haus. Freie Haus? Die Upgrade. Bei mir hat er nicht gesagt. Ich bringe deine Uhr aus Istanbul nächste Woche mit. Aber du musst mir bringen mit in Groß für Mann. Ja, ist kein Problem. Er bekommt sein Upgrade direkt umsonst. Klar. Danke, du hast mir geholfen. Ne? Ich mag weg. Gib mir eine, ich gebe sie dir gleich. So, dann tun wir so, als wäre es meine. Ah, das ist ja... Ich gebe dir noch ein extra Geschenk dazu. Ich mag Geschenke. Ich gebe dir Zimmerkarte und ich gebe dir noch zwei Karten von einer Freundin. Ist Barbara, eine blonde, schöne Frau. Okay. Für Samstagabend, 20.15 Uhr. Verstehen Sie Spaß. Willkommen bei Verstehen Sie Spaß. Ja. Und hier sind die zwei Karten für den Verstehen Sie Spaß. Isa, du hast es gehört. Das war so geil. Ja. Was, ich dachte, das ist der Hammer. Ich liebe meine Berufe. Das Schlimmste ist, ich muss ihn nach Hause mitnehmen. Hoffentlich ohne Perücke. Liebe Spaß-Community, ihr wisst ja, was zu tun ist, wenn euch dieser Film gefallen hat. Ihr könnt uns natürlich auch jederzeit abonnieren, das freut uns sehr. Und wenn ihr das neue Video sehen wollt, einfach hier oben klicken.